Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Auch wenn wir mittlerweile wieder, ihr wisst es schon, in Indien sind. Genau, wir sind hier in Indien und wir erleben hier viele Abenteuer. Wir waren schon im Dschungel, wo wir eine Nebenquest haben, bei dem wir erstmal noch nicht weiterkommen. Und wir sind hier in einer Stadt namens Bakshish, bei der wir schon verraten wurden. Wir wurden von einem Scumbag-Kind verraten und ja, wir haben viele Abenteuer hier erlebt und immer noch nicht Wasserpfeife geraucht. Was wir jetzt als nächstes machen sollen, ist mir jetzt allerdings ein bisschen unklar. Was wir aber als erstes nochmal machen können, ist nochmal zu dem Typen ins Haus reinzugehen. Das hier war es schon mal nicht. Ich glaube, dann hat er hier oben gewohnt. Da gab es nämlich noch eine Flasche Medizin, die wir uns mitnehmen können. Du nimmst Medizin, ohne einen Punkt, denn es ist nur... Gibt es hier sonst vielleicht noch irgendetwas anderes? Des Ofens Hunger nie versiegt, nach Scheiten, die man eifrig gibt. Oder gibt. Das mit dem gibt in Gedichten, das ist immer ein bisschen doof. Ich meine, sagt ja keiner gibt, außer vielleicht gib mal her. Nein, das sagt eigentlich auch keiner, gib mal her. Gib, G-I-B-B, das wäre doch mal eine neue Rechtschreibreform. Und er wollte doch die Lampe. Kann von Glück reden, Kerl. Habe so eine alte Lampe gefunden. Das gibt es doch nicht. Oh, wie wunderbar, Effendi. Ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Bitte nehmen Sie sich doch etwas aus meiner Kiste. Du willst 200 Erfahrungspunkte. Wow, 200 Erfahrungspunkte ist eine ganze Menge. Ein Kreatur Level 27 erreicht. Quetschpunkt 2 gelernt, sehr schön. Heisen Level 26 erreicht. Flammenentfernung gelernt. Das wird uns bestimmt doch weiterhelfen. Du findest zwei Zündmittel. Okay. Gegenstand, den wir im Kampf benutzen können, oder? Sieht danach aus. Bewirkt einen feurigen Angriff im Kampf. Können wir dann später vielleicht irgendwann noch gegen die Tentakler verwenden? Was soll das heißen? Nur Käse? Das kann doch nicht wahr sein. Ich liebe es, wenn andere Leute in Überraschungen zustoßen. Tja, der Djinn, der nur irgendwie irgendwas mit Käse machen kann. Wir sollten hier auf jeden Fall aufpassen, weil das Scumbag-Kind wahrscheinlich irgendwo in der Nähe ist. Aber wie geht's jetzt genau weiter? Das ist gerade echt eine gute Frage. Mir bleibt eigentlich jetzt nichts anderes übrig, als nochmal in die ganzen Häuser reinzugehen. Vielleicht haben wir... Oh, Vorsicht, da ist das Kind. Vielleicht haben wir irgendwie nochmal einen Switch aus... Müssen wir jetzt wieder Geld bezahlen? Da speichere ich aber nochmal ab. Ja, okay, gut. 20 Taler ändern die Situation. Die Sache ist eben, Geld wächst nicht auf Bäumen. Okay, nee, er hat immer noch denselben Text wie damals. Ja, ja, okay, immer Sorgen. Drücken wir mal kurz F12, denn ja, Geld wächst nicht auf Bäumen und 20 Taler sind eine Menge wert. 20 Taler, um genau zu sein, aber wir brauchen einfach alles. Deswegen lassen wir uns auch nicht von irgendeinem Kind irgendwie bequatschen. Verdammt. Wenn ich wüsste, was ich irgendwie noch machen könnte. Gibt es vielleicht in der Taverne nochmal irgendwie was Neues? Die dampfen alle noch vor sich hin. Märchenwelten. Vielleicht hat der Wirt irgendwas Neues. Ja, Auskunft nach linkem Zimmer. Das gab's doch vorher noch nicht. Welches meiner durch und durch harmlosen Zimmer meinen Sie noch gleich? Das denke Sie heimlich, Tour. Was soll es zu Freimischen geben? Ich will Ihnen gerne jede erwünschte Information zur Verfügung stellen. So, aber natürlich, also das linke Zimmer zeichnet sich durch, zunächst durch seine Eigenart aus, vier Wände zu besitzen. Damit nicht genug, nach oben wird es durch eine Decke beschlossen, während die entgegengesetzte Seite... Will er mir jetzt mit einem Fußboden kommen, Kerl? Sie kennen das Zimmer offenbar, dann scheint sich Ihre Frage also schon erledigt zu haben. Der Potzblitz hat ja fast den Anschein. Nichts daher wird. Ihre Ablenkungsmanöver mögen taugen, den braven Leutnant zu verstricken, aber mich spinnen sie nicht so leicht ein. Der fragliche Raum beherbergt doch eine Gesellschaft, die nicht gut auf die tentakische Besatzung zu sprechen ist, nicht? Die Frage lautet nur, warum? Das Wort im Hals steckt. Und weiterhin, welches Interesse könnten wohl sie nur haben, die fraglichen Leute zu decken? Du liebe Zeit, ich wusste es. Eines Tages kommt mir die Spitzel auf die Schliche. Jetzt ist alles aus. Beruhigen Sie sich, Herr Wirt. Wir sind keine Spitzel, sondern stehen selbst gegen die Tentakler. Was sagen Sie da? Aber woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Was sagt er denn dazu?
Die Tentakelhaut. Donner und Doria, sie haben eins dieser scheußlichen Wesen tatsächlich zur Strecke gebracht. Schnell weg damit, bevor jemand sieht, was sie hier so sorglos spazieren tragen. Na, wenn das kein Beweis ist, auf wessen Seite sie stehen, weiß ich auch nicht, was man noch verlangen könnte. Hier, bitte sehr, mit diesem Schlüssel können sie sich Zugang zum fraglichen Zimmer verschaffen. Du erhältst einen Schlüssel. Sehr schön. Aber denken Sie daran, Diskretion, wenn wir entdeckt werden, ist das unser aller Untergang. Okay, dann scheint es hier also in der Story weiterzugehen. Okay, haben wir das also endlich gefunden? Darauf hätte ich auch früher kommen können. Habe ich sonst? Sonst müsste ich eigentlich alles haben. Ich habe mir die Medizin geholt, ich habe den Quest zurückgegeben, mehr fällt mir nicht ein. Du meine Güte, ein Hamster! Nein, nein! Er ist viel größer, also muss er Engländer sein. Captain Bull. Captain Bull, Sir. Commandeur Ihrer Majestät, Berittener Artillerie, Sir. Leutnant von Mackwitz, Kavallerist. Freut, Leutnant. Offenbar sind also noch mehr reguläre Truppen der Vernichtung entgangen. Captain Bull. Wie lange wollen wir denn jetzt damit weitermachen? Was treiben die beiden da? Mich schwindelt's schon. Auf diese Weise stottern wohl Militärs, Gnädigste. Schluss damit! Das Geknalle und Gezappel weckt auch noch den schläfrigsten Wächter. Bei Gott, Sir, Sie haben recht. Kommen Sie, entziehen wir uns unerwünschten Lauschern. Nach Ihnen, Verehrteste. Ganz der Gentleman. Ich möchte auch in Erscheinung treten. Ja, ja, ja. Hat er nun geschafft. Und nun rein mit ihm. Stimmt, die Kreatur war davor einfach versteckt. Willkommen in unserem kleinen Unterschlupf. Hopkins, wir haben Gäste. Bereit etwas Tee zu. Das ist also dieser Hopkins, von dem wir die ganze Zeit gehört haben. Auch auf die Gefahren, die gemütvolle Atmosphäre zu beeinträchtigen. Aber woher nehmen Sie eigentlich die Sicherheit, in uns keine feindlichen Agenten zu sehen, mein Herr? Logik, Sir. Sie stehen ja einem Captain der Artillerie gegenüber, keinem simplen Infanteristen. Der Feind hätte wohl kaum um einen Schlüssel nachgesucht, sondern gleich die Tür zerbrochen. Wohl wahr. Wir Terroristen sind es gewohnt, kühl zu kalkulieren, bevor wir handeln. Du meine Güte, solche Soldaten gibt es also auch? Hä? Ich kann mir vorstellen, dass wir einige Fragen beschäftigen. Bitte, stellen Sie sie. Wie sind Sie nur hierher gelangt? Gibt es noch mehr von Ihnen? Wissen Sie etwas über das Treiben? Wenn sich das Spiel irgendwann anfängt, selbst aufs Korn zu nehmen. Das ist der allerbeste Zeitpunkt. Herrlich. Also eine ganze Frage, Flut. Nur denn, der Reihe nach, bitte sehr. Wer sind Sie? Ich führe Ihre Majestät, reicht in der Artillerie, Sir. Mit unseren Spannwerken können wir Stellen der Gier unserer Feuerkraft an jedem beliebigen Punkt der Umgebung konzentrieren, um Ordnung und Ruhe im Empire sicherzustellen. Nun ja, zumindest konnten wir das, bevor die wuchtigen Schläge der Marsianer unsere stolze Waffe hinwegschmolzen. Seitdem ist unsere Kriegsherrlichkeit ein wenig indisponiert. Es ist einfach schändlich, Sir, wie ungezogen der Feind unsere wohlaufgestellte Formation umgeworfen und zermalmt hatte. Zu unserem Glück fanden wir hier einen Unterschlupf, in dem wir uns vor dem Feind verbergen. Der Wirt ist nicht nur ein braver Mann, sondern vergisst auch nie einen guten Kunden. Haha, und das waren wir, bei Gott. Gibt es noch mehr von Ihrer Sorte? Ich fürchte nein, Sir. Der Feind hat alles erschlagen, was an Kampfkraft in diesem Erdteil stationiert war. Wir haben bei unserer Ankunft ein Schlachtfeld an der Küste gesehen. Dort wurden die Truppen des Sultans dahingemetzelt. Keine Überraschung, wenn Sie mich fragen, Madam. Diese Burschen haben keine Disziplin. Aber dass es selbst die geörterte Macht des Empires wie ein Kottenhaus umgeworfen wurde, schmerzt mich sehr. Außer Hopkins, zwei Kanonieren und mir selbst ist niemand davon gekommen. Ich muss auch gerade mal so zwischendrin anmerken, dass das Auftauchen der Engländer ja eigentlich auch die Frage, die ich im letzten oder vorletzten Part aufgeworfen habe, dass wir zu der Zeit eigentlich Engländer hier sein müssten, ja, damit auch beantwortet wurde. Indes haben die Marsianer nicht alle ihre Gegner dahin geschlachtet. Sie haben auch Gefangene gemacht und sie in den Palast verbracht. Aber dort sind sie ebenso unerreichbar, als liegen sie neben ihren toten Kameraden. Was geht in der Stadt vor sich? Die Stadt ist besetzt, Sir. Dabei ist die Stärke der eigentlich marsianischen Besatzungstruppen nur gering. Sie konzentrieren sich vor allem auf die sensiblen Bereiche des Palastes. Den Großteil der Wächter stellen die Männer des Visiers Kelam.
Visier, Kelam? Ein durchdringender Schuft, Sir. Er ist genau der von prinzipienlosen Subjekt, der genau weiß, wann es sich lohnt, die Seiten zu wechseln. Ah ja, das ist wahrscheinlich die indische Version des von Schleicher. Er kennt die hiesigen Menschen, weiß um ihre Schwächen und Wünsche und ist gerade darum ein wirksames Werkzeug seiner neuen Herrin. Er gestattet der Stadt, in bescheidenem Ausmaß in einer Art von Alltag zu leben. Aber gerade dem, der sich nicht fügt. Wer aufmuckt, wird in den Palast verschleppt und von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Bei unserer Ankunft sahen wir tentaktische Häscher, eine harmlose Frau in den Palast schleppen. Indeed. Zuweilen werden Menschen von der Straße hinweggezerrt, die schwerlich Aufständische sein können. Der Grund ist mir allerdings ein Rätsel. Dass die Besatzer gegen Widerstand vorgehen, leuchtet ein. Aber warum bemüht man sich einerseits um die Wiederherstellung eines gewissen Alltagstrottes, um ihn andererseits regelmäßig mit willkürlichen Verschleppungen zu durchbrechen? Angeborene Bosheit? Zuweilen bricht der Trieb nach Gewalt einfach durch? Wir haben die Tentakel als zu durchtriebene Herrscher erlebt, als dass derartiges möglich scheint. Sie sagen es, Sir, ein Rätsel. Genug palavert, müssen Attacke vorbereiten. Leutnant. Nein, eigentlich muss er das sagen, Lieutenant, genau. Lieutenant, genau. Es stand ja auch auf Englisch da, mehr oder weniger, was sich ja irgendwie nur an einem I vom Deutschen unterscheidet, glaube ich. Leutnant. Vielleicht ist da irgendwo noch mal ein E extra mit drin, ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Ist auch nicht weiter wichtig, aber er hat auf jeden Fall Lieutenant gesagt. Hauptmann, haben streitbare... Was? Ja, okay, gut. Biete ebenso einige auf. Schlagervereinigung zwecks Angriff vor. Lieutenant, wollen Sie tatsächlich vorschlagen, den Palast mit... mit gerade einmal 7 Leuten zu stürmen? Ich kenne ihn lange genug, um sagen zu können, ja, das will er. Wieso werden eigentlich nicht die Damen mitgezählt? Tja, die Bauchtänzerin, die muss dazu auch, hatte dazu auch nur ein Fragezeichen auf dem Kopf, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? 3. Stimmt, es sind wirklich genau 7, wenn man die Frauen nicht mitzählt. Das ist natürlich echt cool. Ein Sturm auf den Palast ist ganz undenkbar. Ich habe die Schwierigkeiten längst als zu groß berechnet. Um den Palast bestürmen zu können, bräuchte ich eben jene meiner Männer, die eben gefangen gehalten werden. Eine taktische Zwickmühle, nicht wahr? Taktik, ist doch nur die Fluchtburg derer, denen es an Mumm mangelt. Lieutenant, Sie vergessen sich. Galligen Auswürfen zum Trotz trage ich hier den höheren Rang. Ihr Reiterkrieger seid so entsetzlich jäh und stürmisch. Nehmen Sie dagegen meinen guten Hopkins. Der hat so eine angenehme Portion Phlegma, den wahren Soldatensaft. Ich pflichte dem Leutnant ungern bei. Aber reines Herumsitzen wird die Lage nicht ändern. Ich habe es doch schon auf den Tag gelegt, ohne meine Männer. Ja. Und wenn wir Ihnen Ihre Männer beschaffen, können wir dann mit Ihnen rechnen, Hauptmann Bull? Das ändert die Situation natürlich beträchtlich. Aber wir wollen Sie nur in den Palast gelangen. Das lassen Sie einfach unsere Sorge sein. Währenddessen können Sie sich hier Ihrer besonnenen Ruhe, Ihrem Tee und Ihrem Bauchtanz hingeben. Rühren, Schatz! Ich hoffe, Sie setzen nicht nur auf Ihre Zweifelste ohne gegebene Entschlossenheit. Planen Sie auch. Okay, dann versuchen wir natürlich erstmal, ob wir die Engländer irgendwie looten können, weil das ist ja das, was man mit Engländern logischerweise macht. Kalkulatorische Überlegungen einer Berechnung zur planvollen Analyse der oberweitenden Gegebenheiten unter der rechenhaften Prämisse von systematischen Gleichungen. Grundgütiger! Wir sind da die Götzenanbeter der reinen Theorie geraten. Anständiger Soldat hält sich von Artilleristen ohnehin fern. Wünschen Sie etwas Tee, Sir? Was soll denn jetzt sein Tee nützen, Kerl? Er könnte zumindest nicht schaden, Sir. Achtung! Der hört ja gar nicht zu. Du findest Zündmittel. Okay. Achtung! Der Bauchnabel der Dame hat dich überhaupt nicht zu interessieren, Schatz. Na gut, okay. Das gut gepflegte Patterngewehr macht sich neben eurer eigenen Ausrüstung dann doch etwas altbacken aus. Was? Ja gut, nimm unsere Ausrüstung ja, logischerweise. Nur Tee! Nur, lieber Freund, Sie stehen vor Britanniens stolzester Errungenschaft. Tee mit Milch. Das wollte ich schon immer fragen. Kommt eigentlich erst die Milch oder erst der Tee in die Tasse? Psst, gnädigste. Diese Frage dürfen Sie nie in Anwesenheit mehrerer Engländer stellen.
Das ist natürlich echt cool. Das Witzige ist natürlich, dass ich jetzt, ich habe ja gesagt, dass ich hier nach diesem Part oder vielleicht auch nach dem nächsten Part, das weiß ich noch nicht so genau, Urlaub mache. Für ein paar Tage und dann natürlich auch nichts hochladen werde. Also logischerweise wird dann nach dem Part direkt der nächste folgen, weil ich dann ja schon wieder aus dem Urlaub wieder zurück bin. Aber ja, ich mache auch Urlaub und zwar auch in Großbritannien. Ich bin mal gespannt, wie es wird, solange sie noch in der EU sind. Gucken wir einfach mal, vielleicht sind sie dann noch freundlich. Es scheint, wir können selbst in der Höhle des Löwen Verbündete gewinnen. Meinen Sie diesen Captain Bull, Herr Professor? Ich weiß nicht. Dieser Mensch ist vorsichtig bis zur Umständlichkeit. Ich wünschte, hier gäbe es jemanden, den man nicht zum Jagen tragen brauchte. In einer idealen Welt könnten wir uns unsere Alliierten maßschneidern lassen. Aber hier und jetzt muss man aus dem, was man vor die Nase gesetzt bekommt, etwas zu machen wissen, um Erfolge zu haben, Gnädigste. Vorsicht! Dort hinten streifen ein paar Tentaklerwachen umher. Ich bitte euch, teure Herren, ist das schon wieder nötig? Gleich zwei in so kurzer Zeit? Ja, es ist unsere Stadt. Es sind unsere Sklaven. Wir verfügen über alles, ihr Mensch. Natürlich, natürlich. Es ist nur so, dass ich mich um die Ordnung sorge, wenn ihr zu häufig an den Passanten... Ja, möchtest du damit sagen, du fühlst dich deinen Aufgaben nicht mehr gewachsen, Sklave? Wie erfreulich. Es wäre auch unschön, dich hier setzen zu müssen. Wo wolltest du denn noch hin? Etwa zurück zu deinen Dingen? Zu den deinigen? Aus jetzt! Einen ungeduldigen Kopf den Tag, was sollte man nie zu lange warten lassen? Mitkommen! Ich? Warum gerade ich? Oh nein, bitte verschont mich, nehmt doch stattdessen... Ja, Herr, ich bin bereit, Herr. Das scheint ziemlich simpel zu sein. Nichts gegen die wohldosierte Angst, aber wenn die Herren so weitermachen, schlägt es noch in Panik um. Zum Glück trifft es nur die armen Schlucker. Es wäre eine Katastrophe, falls die Herren eines Tages einen der wertvolleren verschleppen. Vor allem gerade heute, am Tag des Treffens. Ihr achtet mir darauf, dass sich keine vorwitzigen Gaffer versammeln. Ja, Visier. Vorwitzige Gaffer, wie wir es vielleicht welche sein könnten? Die Tentakler behandeln die Menschen wie willenlose Schafe. Es graut mir davor zu erfahren, was den armen Opfern in die Tiefen des Palastes widerfährt. Aber genau dort führt unser Weg hin. Also auf, Gefährten! Auf zum Atom? Nein! Wir sind keine großzügigen Effendis. Verschwinde, Scumbag-Kind! Verschwinde! So, da gönne ich mir erstmal eine Runde Speicher und dann versuchen wir mal hier reinzukommen. So. Zurück mit euch! Die Einzigen, die jetzt noch in die Nähe des Palastes dürfen, sind die eingeladenen Händler. Händler! Na, der Visier trifft sich doch jede Woche mit den Wohlhabenden der Stadt, um ihnen für eine weitere Gnadenfrist eine Wohlstandsgarantie zu verkaufen. Moment mal, warum weißt du das eigentlich nicht? Das ist doch in der ganzen Stadt bekannt. Und in dein komischer Aufzug bist du etwa ein... Ach, das Treffen. Natürlich wissen wir um seine Bedeutung. Wenn sie uns nun entschuldigen... Sapperlot! Wir müssten schon ein Händler sein, um dort Einlass zu erhalten. Ein Händler? Irgendwie fällt mir da direkt keiner ein. Ein Händler, wer könnte das denn sein? Nee, ich kann mir einfach keinen vorstellen. Könnte das vielleicht der hier sein? Ja. Händler Oma. Ich bin in Eile. Binnen kurzem beginnt ein wirklich wichtiges Treffen, werte Gäste. Bekannt, wir sehen jetzt zum Händlertreffen. Ob sie wohl die Liebenswürdigkeit besessen, uns zu sagen, wie man auf die Gästeliste gelangt. Aber Effendis, das weiß doch jedes Kind. Mit Geld natürlich. Viel Geld, um genau zu sein. Man muss also lediglich die Torwachen bestechen. Das kann generell nie schaden, hat aber mit dem engeren Thema nichts zu tun. Mit dem Geld meine ich, dass jemand ein wirklich reicher Händler sein muss, um für den Visier interessant genug zu sein, um ihn einzuladen. Und eine Einladung ist zwingend. Gibt es zuweilen vielleicht auch
Spontane Gäste? Falls jemand mit den Taschen voller Geld vor der Tür steht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er abgewiesen wurde. Jeder Händler mit vollem Geldbeutel ist willkommen. Eine letzte Frage. Wie man an Geld kommt, wissen wir. Aber wie wird man hierzulande denn ein Händler? Sie gestatten der Frau einfach so Fragen zu stellen, ohne diese vorher zu prüfen, Effendis? Mach er mal keine Geschichten, Kerl! Frage beantworten! Gut, gut. Wie wird man ein Händler? Tja, man ist einfach einer. Ehrlich gesagt, habe ich nie so darüber nachgedacht. Ein Händler? Man muss rein äußerlich natürlich etwas hermachen, das ist klar. Ein Umhang, ein prächtiges Gewand, ja, das ist schon sehr wichtig, keine Frage. Ist es also vorrangig eine Frage der Kostümierung? Es sieht tatsächlich danach aus, ja. Eigentlich geht es hierzulande jeder, der ein prächtiges Gewand trägt, als angesehener Händler durch. Man kommt doch schon ins Grübeln, es könnte doch glatt ein Scharlatan. Wir wollen Sie denn auch nicht länger stören. Auf Wiedersehen! Beehren Sie uns bald wieder! Ja, okay, gut, dann, wir müssen uns hier scheinbar irgendwie neue Kleidung suchen. Wisst ihr, das Gute ist, dass ich das jetzt zum Ende des Parts herausgefunden habe und deswegen, wenn ich dann aus meinem Urlaub wiederkomme, dann, warum gehe ich eigentlich raus? Ich provoziere doch nur das Gambit-Kind. Wenn ich das dann nach meinem Urlaub herausgefunden, also wenn ich nach meinem Urlaub dann überhaupt keine Ahnung mehr habe, was ich machen soll, dann und wieder komplett aus dem Spiel rausgeworfen bin, ja gut, das sind eigentlich nur 7 Tage, den ich jetzt nicht aufnehme. In genau 7 Tagen werde ich wieder hier sein, um ein weiteres Kapitel meiner geliebten, unserer geliebten Eilreise zu erleben. Und ich bin natürlich bis dahin sehr gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr seid's auch. Und ich würde mich bis dahin natürlich über viele nette Kommentare und viele Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Mal, ne?